Also auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen unpopulär mache, und davon gehe ich ganz stark aus. Ich habe Mitgefühl für Thomas Jackermeier. Habe ich. So, dann gehen wir da mal rein in die Fanatec-Thematik. Bin ich mal gespannt. Was hat denn der gute Onkel Lacktausch da vorbereitet? Fanatec ist herzlich tot. Willkommen zum Lacktausch. Jetzt ist es also soweit. Unsere wilde Achterbahnfahrt mit Fanatec neigt sich scheinbar dem Ende zu. Vorab ein kleiner Disclaimer. Fast alles, was ich hier äußere, stellt meine persönliche Meinung dar, die ich mir auf Grundlage vorliegender Fakten selbst zusammengezimmert habe. Mag also baufällig und windschief sein, aber immerhin ist sie selbst gemacht. So, jetzt aber weiter im Text. Der aktuelle Ausgang unserer langen Reise ist natürlich wenig überraschend. Thomas Jackermeier hat von Anfang an einen ziemlich aussichtslosen Kampf gegen Windmühlenflügel geführt und seine Erfolgsaussichten waren sehr gering. Trotzdem habe ich gehofft, und das sage ich hier ganz offen, dass er entgegen aller Wahrscheinlichkeiten sein Unternehmen und Lebenswerk retten kann. Wie ihr wisst, kamen mir an den Vorgängen der letzten Monate einige Dinge sehr, sehr seltsam vor. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir es hier nicht mit einem sauberen Firmenübergang zu tun haben. Also bin ich auch der Meinung. Weil Corsair ist ja zwischendurch auch schon wieder abgesprungen und dann war es offen für alle und jetzt ist es scheinbar doch Corsair geworden. Also irgendwie ist das ein bisschen eigenartig. Um unser aller Gedächtnis mal ein wenig aufzufrischen, hier ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse dieses Jahres. Also ich habe mir wirklich lange, lange Mühe gegeben, Verständnis aufzubringen für all die Fehler, die da im Management bei Fanatec passiert sind. Heute bin ich an einem Punkt angelangt, wo es mir an jeglichem Verständnis fehlt. Ich kann mir jedenfalls diese Aneinanderreihung unfassbar, ich sag's auf gut Deutsch, dämlicher Fehler bei Fanatec im Laufe des letzten Jahres nicht anders erklären, als dass irgendwann Anfang des Jahres Thomas Jackermeier offensichtlich die Unternehmensführung an seinen Wellensittich abgegeben hat. Die Endor AG. Oh, an den kann ich mich ja gar nicht erinnern. Passt die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2023 an und optimiert wichtige Unternehmensprozesse. Ja, das klingt ja erstmal positiv, ne? Besonders der zweite Halbsatz. Optimiert wichtige Unternehmensprozesse. Okay, das lässt ja hoffen. Laufende Bankverhandlungen erreichen einen ersten positiven Zwischenstand. Und zwar wurde die Kreditlinie vorläufig bis zum 31.03. diesen Jahres verlängert. Der 31. März, das sind ein paar Wochen, ja? Also, und wenn dann die Kreditlinie fällt, was ist denn dann los? Am 29. März um 5 vor 12, also um 5 Minuten vor Mitternacht, hat die Endor AG eine Ad-Hoc rausgegeben und mitgeteilt, dass Thomas Jackermeier fortan nicht mehr in der Position des CEO im Vorstand der Endor AG tätig sein wird. Hinter den Kulissen ist ein... Lacktausch, ich weiß, dass du diese Videos hier guckst und wir ja auch im Austausch sind. Könntest du mir einen Gefallen tun und die Musik mal austauschen? Also nach 20 Videos kann ich das Geleier nicht mehr hören. Oder ist es für mich, hört sich das an wie Katzengejammer, wenn eine Katze rollig ist. Also wäre das möglich, bitte, in Zukunft? Das ist, also ich weiß nicht, ob es allen so geht oder vielen so geht, aber es reicht langsam mit dem Titel. Machtkampf im Gange, der Investorenprozess zur finanziellen Sanierung sei eingeleitet und im letzten... Übrigens der auch. Satz wird dann leider und meiner Meinung nach auch unnötigerweise auf Staruk verwiesen, was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht hätte tun müssen. Das ist natürlich dann schon bemerkenswert, dass der CFO der Endor AG hier so enge Verbindungen aufweist zu dem Mann des Hedgefonds, der im Rahmen des Staruk-Verfahrens schließlich die Endor AG sanieren soll.
Das ist doch wirklich erstaunlich. Einen Tag bevor die Endor AG eine offizielle und verpflichtende Ad-Hoc-Meldung herausgibt, um hier erstmals darüber zu berichten, man stehe nun in oder kurz vor exklusiven Verhandlungen mit Corsair. Einen Tag vorher veröffentlicht Corsair seinerseits in ihrem offiziellen Q1-Bericht für 2024, dass man in diesem Jahr eine breite Simracing-Produktlinie auf den Markt bringen werde. Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, dachte ich, ich falle vom Glauben ab. Das ist doch keine normale Vorgehensweise, auch von Seiten Corsairs hier nicht. Man muss sich wirklich langsam fragen, was denn mit den Beteiligten hier bei diesen ganzen Vorgängen eigentlich los ist. Und dann finden wir hier unter Trademarks eine Eintragung. Fanatec heißt diese Eintragung und es handelt sich hier um die Marke Fanatec. Und wer ist hier der Owner, also der Eigentümer dieser eingetragenen Marke? Das ist wieder Corsair Components Limited. Also das ist schon wirklich, wirklich wild, vogelwild, was sich da abspielt. Benötigt Corsair jetzt eigentlich noch Staruk? I doubt it. In dieser Ad-Hoc hier teilt der Vorstand der Endor AG mit, dass man die Veröffentlichung des geprüften Konzern- und Jahresabschlusses für das Jahr 2023 verschieben müsse. Und was ihr hier gesehen habt, sind protestierende Mitarbeiter der Endor Technology Shenzhen. Auf Grundlage der schlechten Zahlungsmoral der Endor AG, also das Wording ist schon wirklich, wirklich hart, muss die Firma X ihre Zahlungsmodalitäten wie folgt umstellen. 30% bei Bestellung, 70% vor Auslieferung. Die haben also wirklich vollständig auf Vorkasse umgestellt. Das ist für die Liquidität der Endor AG natürlich auch äußerst ungünstig. Und ohne einen Jahresabschluss für 2023 und ohne eine positive Fortführungsprognose, ja, was ist denn dann eigentlich mit dem Staruk-Verfahren? Das könnte so dann im Grunde auch nicht mehr durchgeführt werden. Corsair kann das herzlich egal sein. Man hält ja bereits die Marke Fanatec in Händen. Und ohne jedes richtige Commitment hat man hier bereits die größten Firmenwerte auf die Seite geschafft, indem man sich bedeutende Markenrechte als Absicherung für einen Überbrückungskredit hat übertragen lassen. Jetzt ist es also soweit. Der Vorstand der Endor AG hat seine Drohung vom 16.07.2024 wahrgemacht und zwei Wochen später, am 30.07.2024, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Landshut gestellt. Und Thomas Jackermeier hat mir in einer Sprachnachricht am 1.08. mitgeteilt: Wir haben die Verhandlungen nicht abgebrochen, oder ich? Ganz klar. Und wieder konstatiert der Vorstand komplett belegfrei, die Investorengruppe um Thomas Jackermeier habe kein belastbares Alternativszenario für eine Sanierung vorlegen können. Auf der anderen Seite hat Thomas Jackermeier mir gegenüber und auch auf Wall Street Online mehrfach geäußert, der Vorstand habe mit keinem der von ihm angeführten Investoren jemals Kontakt aufgenommen. Und auch Corsair-CEO Andy Paul hat bereits sein unverändertes Interesse an der Übernahme geäußert. Obwohl sich Corsair selbst in einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet. Monatelang habe ich mich davor gedrückt, etwas detaillierter auf Götz Partners einzugehen. Die Firma, die unter anderem den Datenraum der Endor AG verwaltet. Nur so viel. Die beiden Gründer der Firma sitzen scheinbar momentan in Untersuchungshaft. Götz Partners selbst steht übrigens mittlerweile auch zum Verkauf. Ja, und eben diese Götz Partners haben nun also vor nicht allzu langer Zeit den ergebnisoffenen Verkaufsprozess initiiert. Ehrlich, der Gebrauch dieses Begriffs durch den Vorstand der Endor AG ist für mich eine echt gelungene Pointe. Zuerst hat man ganz ergebnisoffen im Staruk-Verfahren Investoren gesucht, dann hat man ganz ergebnisoffen mit Corsair verhandelt. Als das Staruk-Verfahren so nicht mehr durchführbar war, hat man ganz ergebnisoffen im Insolvenzverfahren wieder Investoren gesucht. Das Ergebnis lautete überraschenderweise immer wieder Corsair. Also, wenn ich morgen früh in den ICE nach Hamburg steige, dann ist die ganze Geschichte deutlich ergebnisoffener als der Prozess, der hier stattgefunden hat. Wer weiß, vielleicht lande ich ein paar Stunden später in Graz.
ist alles möglich. Aber lassen wir das und kommen wir erst einmal zu der Reaktion Thomas Jackermeyers auf den gestarteten Verkaufsprozess. Thomas Jackermeyer schrieb also auf Wall Street Online am 21.08.2024: Wir haben dreimal eine Kapitalerhöhung vorgeschlagen und sie wurde vom Vorstand aus bekannten Gründen abgelehnt. Jetzt wurde vom Insolvenzverwalter ein Bieterprozess gestartet, der am 26.08. bereits endet. Bis dahin müssen verbindliche Angebote abgegeben werden. Dies bedeutet auch, eine KE, also eine Kapitalerhöhung, müsste bis kommenden Montag komplett gezeichnet werden. Hierzu fehlen mir leider die Möglichkeiten und es gibt leider auch keine Investoren, die dazu bereit sind. Allerdings gibt es stattdessen die Möglichkeit, sich an der neuen Endor zu beteiligen. Die Rechte habe ich nach meinem Weggang erworben. Er spricht hier von den Rechten an dem F-Logo und dem Fanatec-Logo. Ich habe das ja auch in einem meiner vergangenen Videos thematisiert. Es trägt den Titel Widerstand regt sich. Wenn ich mich recht entsinne, ist alles schon eine Weile her und es ist verdammt viel in der Zwischenzeit passiert. Also, die Rechte habe ich nach meinem Weggang erworben und dies war einer der Hauptgründe, dass sich Corsair zurückgezogen hat und wir die Chance auf eine AOHV, also eine außerordentliche Hauptversammlung, bekommen haben. Allerdings hat der durchaus vermeidbare Insolvenzantrag jegliche Sanierungsmöglichkeit durch die Aktionäre zunichte gemacht. Genauso wie vorher schon die Erwähnung des Staruk-Verfahrens übrigens, das ganz am Anfang dieses Prozesses stand und im Grunde war da schon der Zug abgefahren. Mit der Erwähnung des Staruk-Prozesses ist der Kurs dermaßen abgestürzt, dass eine erfolgreiche Kapitalerhöhung im Grunde schon zu dem Zeitpunkt zunichte gemacht worden ist. Ich versuche jetzt wenigstens die Arbeitsplätze am Standort Landshut und die Marke zu retten. Aber als Gewinner geht hier nur Corsair und die Konkurrenz von Fanatec raus. Das Management hat hier wahrlich ganze Arbeit geleistet. Ja, da liegt er ganz richtig. Ja, die haben sehr gute Arbeit geleistet. Der Präsentkorb für den Rest ihres Lebens, der wird schmecken. Richtig. Nochmal zur Erinnerung. Am 16.08. wurde der Bieterprozess gestartet und bereits am 26.08. endete dieser wieder. Wie hätten denn neue Investoren ihn... Oh, ich habe nichts gesagt, Laktausch. Wir nehmen das mit der Musik wieder zurück. Du hast neue drin. Sorry. Fällt mir gerade auf. Hab nichts gesagt. Dieser extrem kurzen Zeitspanne den Unternehmenswert mit allen Assets ermitteln und ein vernünftiges, konkurrenzfähiges Angebot erstellen sollen. Nee, richtig, das sollten sie vermutlich auch gar nicht. Corsair auf der anderen Seite steckte ja schon tief in der Materie, auch dadurch, dass man bereits Ende 2022 eine detaillierte Due Diligence durchgeführt hatte. Ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt nicht unbedingt zwei linke Augen hat, wollte ich gerade sagen, zwei blinde Augen hat, dann es riecht halt einfach nach Fisch. So, da müssen wir nicht drüber reden. Dass das halt in zwei Wochen bei einem Millionenunternehmen, schon ein Millionenunternehmen so abläuft, dann ist doch da schon klar, dass das vorher geplant war. Und kein anderer kann doch in zwei Wochen da was auf den Tisch legen. Also bei den Summen. Das ist schon allein mit Papierkram, das müssen wir alle selber. Am Freitag, dem 13. September 2024 ließ man also nun von Seiten Endors verlautbaren, das Geschäft der Endor AG werde von Corsair übernommen. Landshut, 13. September 2024. Über das Verfahren der Endor AG, das wissen wir alles, wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Gut, soweit im Text. Im Rahmen eines Asset-Deals hat Corsair den Geschäftsbetrieb der Endor AG erworben. Die Anteile an den ausländischen Tochtergesellschaften werden ebenfalls übertragen. Corsair übernimmt zudem sämtliche ungekündigte Arbeitsverhältnisse der Endor AG. Was schon mal sehr gut ist, damit niemand seinen Job verliert, das ist gut. Die Endor AG wird im Zuge des Insolvenzverfahrens vollständig abgewickelt und die Börsennotierung zeitnah eingestellt. Aktionäre müssen damit rechnen, keine Zahlungen zu erhalten. Oh Wunder! Die Firmenimmobilie steht weiterhin zum Verkauf. Ist also nicht Teil dieses Asset-Deals offensichtlich. Mitteilende Personen: Dr. Hubert Amphal, Insolvenzverwalter. Er steht hier tatsächlich zum ersten Mal unter so einer Mitteilung als mitteilende Person.
Ja, Andres Ruff, der CEO, CRO des Unternehmens, und Matthias Kosch, Chief Financing Officer. Es handelt sich also hier um einen sogenannten Asset Deal. Das bedeutet, dass Corsair nicht die Endor AG als Ganzes übernimmt, sondern sich lediglich die Filetstücke des Unternehmens herauspickt. Also im Prinzip Fanatec als Gesamtheit, abzüglich des neuen Headquarters, das nun wahrscheinlich vom Insolvenzverwalter verkauft wird, um die Forderungen der Gläubiger zumindest teilweise zu erfüllen. Solch ein Asset Deal ist aber normalerweise sehr zeitaufwendig, da mühevoll die einzelnen Assets voneinander abgegrenzt, im Kaufvertrag sauber definiert und einzeln bewertet werden müssen. Ja. Hierbei hilft normalerweise auch ein Blick in die Unternehmensbilanz. Aber Moment mal, da war doch was. Wo ist die nochmal? Ich muss sie hier irgendwo rumfliegen haben. Vielleicht im Ordner Endor-Bilanzen? Nee. Unterm Schreibtisch? Auch nicht. Am Rick liegt sie auch nicht. Ach, jetzt weiß ich wieder. Die gibt es ja gar nicht. Man war ja nicht imstande, eine saubere Bilanz für 2023 zu erstellen und testieren zu lassen. Ach, egal, dann machen wir halt so einen Pi mal Daumenpreis. Andy Paul, der CEO von Corsair, wird uns schon sagen, was die Firma kosten darf. Und wisst ihr, was noch ein Vorteil eines Asset Deals ist? Genau, der Käufer tritt nicht die sogenannte Rechtsnachfolge des gekauften Unternehmens an. Heißt, Corsair ist nicht haftbar für versteckte Schulden, die sich in der nicht existenten Bilanz eventuell noch verstecken könnten. Oh. Sollten Aktionäre gegen die Vorgänge klagen wollen, wäre Corsair ebenfalls fein raus, da keine rechtliche Verbindung mehr zur Endor AG besteht. Garantieansprüche von Bestandskunden müsste Corsair streng genommen auch nicht erfüllen. Aber also ich würde mal sagen, da wurde ein richtiger Schnapper gemacht. Also da war jemand im 1-Euro-Laden drin. Dazu später mehr. Und was passiert eigentlich genau mit euren bzw. unseren Kundendaten? Kann Corsair die einfach so übernehmen? Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ja ziemlich streng. In diesem Fall ist das aber wohl kein Problem, denn die Weitergabe der Kundendaten darf erfolgen, wenn der Unternehmensverkäufer ein rechtlich legitim... Ach, was für eine Fantasie. Das lief alles rechtens ab, Leute. Also es lief ja wirklich. Es lief alles rechtens ab. Das Interesse an der Weitergabe hat und entgegenstehende Interessen der Betroffenen nicht überwiegen. Das sollte hier also wohl zutreffen. Corsair kann die gesamten Kundendaten der Endor AG also vollumfänglich übernehmen. In der Mitteilung steht ebenfalls, Corsair übernehme sämtliche ungekündigte Arbeitsverhältnisse der Endor AG. Der Zusatz ungekündigt ist hierbei ziemlich wichtig. Ja. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass hier noch ein paar arbeitsrechtliche Klagen anhängig sind. Wir haben ja auf Wall Street Online von Thomas Jackermeier erfahren, dass Mitarbeitern, die kritische Nachfragen stellten, ohne Angabe von stichhaltigen Gründen gekündigt worden sei. Diese ehemaligen Mitarbeiter haben nun niemanden mehr, gegen den sie klagen können. Denn Corsair steht ihnen gegenüber nicht in der Pflicht und ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Endor AG, wird aufgelöst. Hoffen wir einfach mal, dass es niemanden gibt, der wirklich in genau dieser Situation steckt. Falls. Nein! Das ist doch. Lacktausch, ich bitte dich. Sowas wird doch niemals vorkommen. Da sind doch keine unzufriedenen Mitarbeiter. Nein, Quatsch. Sonst wird es die Klausel doch gar nicht. Nein, Lacktausch, was denkst du denn schon wieder? Doch, meldet euch gerne bei mir. Ich wäre sehr an eurer Perspektive interessiert. Meine Mailadresse und einen Discord-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Machen wir jetzt aber einmal weiter mit Corsair. Denn ich kann ja mal den Mitarbeiter fragen, der sich vor ein paar Monaten unter meinem Video geäußert hat, dass wir doch alle mal die Füße stillhalten sollen. Und dass Fanatec ja gar nicht so kacke dran ist und so. Welcher Mitarbeiter? Du kannst dich auch nochmal bei mir melden. Wie sieht's denn aus da aktuell bei dir in deinem Arbeitsverhältnis? Also ich hoffe gut zumindest. Aber scheinbar hast du ja auch nichts Kritisches gesagt. Also so wie du dich da gegeben hast in den
Kommentaren, aber das würde mich trotzdem mal interessieren, wie so dein Arbeitsverhältnis ist aktuell. Ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit hat Corsair erst nach der Mitteilung der Endo AG ein eigenes Statement zum Kauf von Fanatec herausgegeben. Am 16.09. teilte Corsair mit, man stünde kurz vor der Übernahme von Fanatec Sim Racing. So nennt man scheinbar jetzt dieses Asset-Bündel, das sich neu gebildet hat. Das heißt jetzt scheinbar Fanatec Sim Racing, denn vorher habe ich das in dieser Wortverbindung noch nicht gehört. Corsair freut sich, bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung mit der Endo AG unterzeichnet haben, um die Produktlinie Fanatec Sim Racing zu übernehmen. Dies umfasst auch die derzeitigen Mitarbeiter von Endor, die Fanatec-Produktlinie betreuen und betreiben. Der Hauptsitz bleibt weiterhin in Landshut, wo die Entwicklung zukünftiger Fanatec Sim Racing Produkte fortgeführt wird. Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet. Also auch hier wieder enorm schnell all diese einzelnen Assets, die einzeln bewertet und im Kaufvertrag definiert werden müssen, wird man jetzt in äußerst hoher Geschwindigkeit irgendwie bewerten und definieren und dann wird das Ganze ratzfatz seinen Weg gehen. Sehr unüblich für einen Asset-Deal, aber bei Corsair ist einiges unüblich und insofern müssen wir uns auch hier nicht wundern. Das hat keine 4 Wochen gedauert, dass das Unternehmen einfach keine 4 Wochen. Und das ist ja nicht so, als wenn wir hier über so eine kleine Pritsche reden. Wisst ihr, wo Dietmar und Hartmut sich an den Tisch setzen, bei dem Bier schlürfen, sich die Hand geben und einen Zettel unterschreiben. Aber so fühlt dieser ganze Deal fühlt sich genau so an. Also kann mir jetzt wirklich keiner sagen. Also, ne, das ist jetzt natürlich wieder so mein eigenes Hirngespinst, nenne ich das jetzt mal. Das Ding wird seitdem das losging, also seitdem das im Februar, März bekannt gegeben wird, seitdem wird das ausgehandelt. Kann mir kein anderer erzählen. Und genau deswegen wurden auch immer Steine dahin gelegt, dass sie das ja wasserdicht machen können, sodass am Ende genau das hier rauskommt, dass da bloß keiner auf die Idee kommt, dagegen was zu machen. Fanatec ist weltweit bekannt dafür, das aufregende Erlebnis des Simracing, naja, ehrlich gesagt, das können wir uns sparen, denn wir... Das aufregende Erlebnis des Simracing, naja, ehrlich gesagt, das können wir uns sparen, denn wir alle wissen, was Fanatec ist und wofür Fanatec bekannt ist. Andy Paul. Naja, ich mach, ja. CEO von Corsair äußerte seine Begeisterung über dieses Ereignis. Wir bewundern die Marke Fanatec seit langem. Ja, wie wir wissen, spätestens seit 2022. Und freuen uns, diese herausragenden Produkte einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Scheinbar ist das schon eine Andeutung darauf, dass man etwas hinsichtlich der Vertriebswege ändern könnte. Es wurde ja schon viel spekuliert, dass Fanatec-Produkte dann nicht mehr nur auf der Webseite von Fanatec käuflich zu erwerben seien, sondern eben auch bei anderen Anbietern wie Amazon etc. Das wird passieren. Wir sind fest entschlossen, die Produktlinien von Fanatec weiterzuentwickeln und auszubauen, den Kundenservice zu verbessern und die Bedürfnisse der Simracing-Community zu erfüllen. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Aussage, die Bedürfnisse der Simracing-Community zu erfüllen. Naja, ja, also man schmiert jetzt erstmal der Simracing-Community Honig ums Maul, das ist auch klar, und nimmt hier vollmundige Versprechen in den Mund. Schauen wir mal, wie das alles weitergehen wird. Rennsportbegeisterte können sich auf ein noch intensiveres und realistischeres Simracing-Erlebnis freuen. Ja gut, die Aussage ist jetzt wirklich nicht schwer. Also ich meine, dafür müsst ihr jetzt wirklich 2/3 des Produktkatalogs einfach überarbeiten und dann ist es schon realistischer, weil die neuen Wheelbases sind wirklich gut. Den Rest müssen wir jetzt nicht drüber reden. Nehmt ihr das, overhault das, macht da was Neues draus, habt ihr schon wirklich mehr getan als notwendig, um das intensivere, realistischere Ergebnis oder Erlebnis zu bieten. Andres Ruff, CEO der Endo AG, fügte hinzu, Corsair teilt Fanatecs Leidenschaft für Innovation. Okay, also Andreas Ruff, ne, ist einfach mein Spirit Animal. Einfach immer total die netten Worte zu den beschissensten Situationen. Corsair teilt Fanatecs Leidenschaft für Innovation. Ja, okay. Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung. Aber sagen Sie mal, Herr Ruff, haben wir da nicht irgendwie seit, weiß ich nicht, gefühlt
anderthalb Jahren immer wieder Torpedos reingedonnert. Also so viel Leidenschaft kann da ja nicht drinne stecken, sonst wäre ja was anderes dabei rausgekommen, oder? Da stellt sich jetzt die Frage, was ist denn eigentlich mit Ihrem Job? Ist der jetzt vorbei? Werden Sie jetzt entlassen und haben Sie für den Rest Ihrer Lebtage, kriegen Sie Präsentkorb jeden Monat einmal für die Familie und sich und bei Herrn Kosch? Das ist jetzt eine gute Frage, oder bleiben Sie da drinne? Mein Corsair hat ja jetzt alles. Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung. Corsair wird neue Möglichkeiten für Fanatec eröffnen, das Portfolio weiter auszubauen und noch enger mit der wachsenden Simracing-Community zusammenzuarbeiten. Na, mit mir wahrscheinlich nicht, aber ja, die Community wächst und wächst immer weiter. Insofern, da haben sie genug Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten können. Aber da müsst ihr jetzt mal wirklich, also jetzt mal wirklich rein realistisch von der Brust weg. Ne? Moser dieses Jahr richtig fette Ankündigungen gemacht. Also Moser, ne, die sind jetzt mal gekommen, hello there, haben die Tür aufgerissen und haben erstmal neue Pedale hingeschmissen, Active Pedal hingeschmissen, Lenkräder hingeschmissen, Preisanpassung der Wheelbase ist hingeschmissen. Noch ein Pedal-Set rausgebracht, noch ein Wheel rausgebracht, noch ein Goodie und ein Add-on. Flugzeug für Sim, also Flugsim wurde angekündigt. Jo, Maga, da musst du aber da, also da musst du schon, da muss was kommen jetzt. Weil ansonsten ist da irgendwann FIFA Feierabend, weil Moser bewegt sich dahin zu sagen, so Leute, jetzt sind wir hier. Und das Ding ist ja, Moser deckt ja alles ab. Moser deckt den niedrigen Preissektor ab mittlerweile. Also machen sie wirklich gut. Und da arbeiten sie auch dran. Den mittleren Preissektor bieten sie auch an. Und jetzt mit den, ich sag mal, Active Pedals, die da rauskommen, ich weiß nicht, wie sie sind, ne? Aber damit attackieren sie jetzt auch den oberen. Also das Einzige, was jetzt hier gerade noch ist, und da ist ja sowieso die Frage, vielleicht erfahren wir das jetzt noch in dem Video, Fanatec hat halt eine Lizenz, um mit PlayStation zusammenzuarbeiten. Und das ist aktuell das Einzige, was sie noch als Alleinstellungsmerkmal haben. Weil Moser, die fahren jetzt hier gerade nämlich mit dem Planwagen drüber oder nee, mit der Planierraupe und planieren den ganzen Weg. Und das machen die seit einem halben Jahr, Dreivierteljahr. Da wird nur reingepfeffert. Also dieses, wir müssen zusammenarbeiten und was weiterentwickeln. Da, also ich gehe ja fast davon aus, ne, dass hinter verschlossenen Türen logischerweise auch noch weiterentwickelt wurde. Hat nur noch keiner drüber geredet. Ich bin gespannt, was da kommt. Und ich mache jetzt bewusst diesen komischen RGB-Witz nicht. Der ist ausgeleiert. Corsair plant erhebliche Investitionen in die Marke Fanatec, ihre Produkte und die weltweite Verfügbarkeit über ihre Vertriebskanäle zu tätigen. Auch hier wieder die Andeutung, ja, das Ganze wird sich wahrscheinlich noch in weitere Vertriebskanäle bewegen. Also könnte der Webshop von Fanatec in Zukunft nicht die einzige Quelle sein, wo man Fanatec-Produkte erwerben kann. Was übrigens gar nicht so verkehrt ist, und das möchte ich jetzt mal positiv hervorheben, weil der Webshop von Fanatec ist eine Katastrophe, da müssen wir nicht drüber reden. Gerade so im letzten Jahr, anderthalb Jahre, davor war es auch schon nicht gerade so prickeln. Und ich sag mal so, Corsair, die haben ja nun schon, ihr Netz ist ein bisschen größer, das ist was Positives. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, nicht ironisch, das ist was Positives, dass Leute ihre Ware ein bisschen schneller kriegen und auch mit dem Support bzw. Reklamation etc. pp., alles was dazugehört, ist das jetzt erstmal so per se nicht verkehrt. Muss man einfach sagen. Bestehenden und zukünftigen Fanatec-Kunden werden von dem erstklassigen Support durch Corsair profitieren, einschließlich Garantie und Software-Updates. Da haben wir den entscheidenden Punkt, habe ich euch ja gesagt, werde ich nochmal drauf eingehen, und zwar an dieser Stelle. Also wird Corsair, auch wenn sie rechtlich nicht unbedingt dazu verpflichtet sind, weiterhin die Garantieansprüche der Kunden hier erfüllen, also auch die der Bestandskunden, wenn ihr bereits in der Vergangenheit Fanatec-Produkte gekauft habt und noch im Garantiezeitraum euch befindet, wird Corsair eure Garantieansprüche hier in Zukunft auch erfüllen, wenn ihr denn Probleme mit euren Produkten bekommen solltet. Software-Updates für die bestehenden Produkte werden wir also auch in Zukunft erhalten. Das sind natürlich alles erstmal gute Nachrichten, zumindest für die Kunden. Corsair und Fanatec teilen das unmittelbare Ziel, während dieses Eigentumswechsels eine pünktliche Lieferung aller Bestellungen sicherzustellen und die Kundenzufriedenheit zu
zu erhalten. Ich würde hier eher sagen, die Kundenzufriedenheit wiederherzustellen. Aber ja, man formuliert ja gerne positiv in solchen Mitteilungen. Hä, wieso? Die größte, also wirklich der größte Teil der Menschen, die das hier nicht mitkriegen, und das ist ein gigantischer Teil, denen ist das scheißegal. Das musste, das hab, also wirklich, das, ich kann das in jedem Video immer nur wiederholen. Wir stecken so tief in diesem Ding drinne, also sowohl in der Bubble, also in, ich sag's jetzt einfach mal, in unserer Echokammer, als auch in diesem Thema. Die meisten Leute, die wissen da gar nichts davon. Und dann ist der Satz schon richtig, weil wer liest sich das durch? Also jetzt mal wirklich, die wenigsten. Und wenn, lesen sich das hier Leute durch, die in der Thematik drinne stecken, ein bisschen Geld drinne hatten, aber die meisten Menschen, egal. Also, wie ihr seht, die gesamte zweite Folie des Statements dreht sich eigentlich ausschließlich darum, die Fanatec-Kunden auf die Seite Corsairs zu ziehen. Und das wird ihnen natürlich auch mit mindestens 98% der Kunden gelingen. Denn das sind ja schon vollmundige Versprechen, die da abgegeben werden. Bleibt abzuwarten, ob Corsair diese auch einlösen kann. Und die meisten Fanatec-Kunden, die sich einfach nur auf Simracing konzentrieren, haben von diesen dubiosen Vorgängen wenig bis gar nichts mitbekommen. Jo. Also, bleibt festzuhalten, dass Corsair hier ein wahres Korsarenstück, entschuldigt bitte das schlechte Wortspiel, in Sachen feindlicher Übernahme abgeliefert hat. Ja. Was lernen wir daraus? Vielleicht das. Wenn der Schulhof-Rowdy, der zwei Köpfe größer und einen halben Meter breiter ist als ihr, scharf auf euer Pausenbrot ist, weil er sich davon ein besonders gutes Simracing-Erlebnis verspricht, gebt es ihm lieber sofort, ohne Gegenwehr. Ansonsten kann es sein, dass ihr mit blauem Auge kopfüber in der nächsten Mülltonne landet. Für Thomas Jackermeier muss der Ausgang dieser Geschichte jedenfalls unfassbar hart sein. Und ich glaube, niemand von uns kann auch nur ansatzweise nachvollziehen, wie hart. Der Mann hat die Firma 27 Jahre lang aufgebaut und nun steht er vor dem Scherbenhaufen seines Lebenswerks. Und hört mir bitte auf damit, die Kartbahn auf dem Dach des geplanten Headquarters sei an allem schuld. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe Thomas gefragt, ob er eine Botschaft loswerden möchte. Aber natürlich ist das alles noch sehr frisch und ich denke, er wird sich jetzt erst einmal die nötige Zeit nehmen, um zu sehen, wie und wo es weitergeht. Ich für meinen Teil würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn er der Simracing-Branche erhalten bliebe. Jemand mit seiner Erfahrung, Innovationskraft und Branchenkontakten würde der Branche jedenfalls sehr fehlen. Also auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen unpopulär mache und davon gehe ich ganz stark aus. Ich habe Mitgefühl für Thomas Jackermeier. Habe ich. Bin ich dabei, dass ich sage, okay, das ist nicht cool. Dennoch ist er ja Mitwirkender an der Situation. Also dadurch, dass er 27 Jahre in der Firma drin war, hat er dazu ja auch beigetragen. Und ich sag mal so, irgendwo hat er die Firma da ja auch hingeführt. Dass das jetzt so abläuft, ist definitiv nicht schön. Also das ist ja wirklich mit zwei Messern in den Rücken und hochziehen. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber irgendwo hat er ja auch mit dran oder seine Finger mit im Spiel gehabt, dass es so weit gekommen ist. Und das darf man hier an der Stelle auch immer nicht ausblenden. Und also nicht zu sagen, dass man auf seiner Seite steht oder auf irgendeiner Seite steht, sondern dass man auch den Blick dafür behält, dass das mitgewirkt wurde. Also man war dabei. Man hat es gesehen vor seinen eigenen Augen. Hat er auch Entscheidungen getroffen, die aktiv dazu führten. Bleiben neben all den dubiosen Vorgängen im Zuge der Übernahme, die nun wohl leider nie aufgeklärt werden, noch ein paar offene Fragen, die allerdings auch ich nicht seriös beantworten kann. Wurden die Forderungen in Millionenhöhe der chinesischen Dienstleister zwischenzeitlich beglichen? Oder müssen diese sich mit ein paar Krümeln aus der Insolvenzmasse der Endo AG begnügen? Eventuell wird doch auch Corsair weiter mit ihnen zusammenarbeiten wollen oder müssen. Was ist mit den Rechten am F und am Fanatec-Logo, die ja noch bei Thomas Jackermeier liegen? Wird Corsair sie ihm abkaufen oder die Logos entsprechend abändern? Die kommen runter und dann wird der Corsair draufstehen, fertig ist. Den ist das doch völlig boogie, wie das Ding heißt. Das wird einfach an der Seite wird das abgemacht und dann wird der Corsair draufgeschrieben, die schönen Segel drauf und ab geht die Fahrt. In wessen Hand wird das neue Headquarter der Endor AG eigentlich landen? Corsair übernimmt zwar alle Mitarbeiter der Endor AG, aber für wie lange?
Bei der aktuellen Lage von Corsair sind betriebsbedingte Kündigungen nicht auszuschließen. Das werden wir vermutlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren sehen. Was passiert mit dem aktuellen Vorstand der Endor AG? Werden Sie in die Geschäftsführung von Fanatec Sim Racing übergehen? Zumindest Andres Ruff hat ja nur einen sehr kurzfristigen Vertrag, der bereits am 30.09.2024 ausläuft. Wahrscheinlich hat er aber auch gar kein Interesse, länger in der Branche zu verweilen. Da Fanatec jetzt... Verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich ja überhaupt gar nicht. Mensch, der hat doch bestimmt ganz viele Fans. Obwohl, den meisten ist es eh egal. So, also ohne Scheiß, die beide, also Ruff und Kosch, die gehen da raus und sagen sich so, I don't give a fuck. Nehmen den Präsentbeutel und tschüss. Und das nächste Projekt. Oh, das ist so wild, ne? Den ist das, also ich, ganz ehrlich, den ist das, glaube ich, sowas von dermaßen scheißegal. Die juckt das nicht. Die Kohle hat geschmeckt, die hat man mitgenommen und Tschüssikowski. Man hat alles gemacht, worum man gebeten wurde. Zukünftig lediglich ein kleiner Geschäftsbereich des sehr viel größeren Corsair-Konzerns sein wird, werden wir diese Details wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich in Zukunft die Bilanzen von Corsair nach Informationen über Fanatec durchforsten möchte. Ich glaube, so langsam, nee, vielleicht will man sich da nicht unbedingt für die Finger verbrennen. Das, ich weiß nicht so, also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut ankommt. Und Lars. Ich glaube auch so alles, so das, was hier gemacht wurde, also ich glaube, das ist auch nicht so gut. Finden die auch nicht so schön. Last but not least wird Sony seine PlayStation-Lizenz auch langfristig bei einem Fanatec unter Corsair-Führung verbleiben lassen. Ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier auch mal für den Kanal und mich eine Bilanz zu ziehen. Wisst ihr, es waren wirklich ereignisreiche Monate, die hinter uns liegen. Als ich im Mai 2023, also vor 16 Monaten, mein erstes Video zu Fanatec gemacht habe und gerade mal ein paar Dutzend Abonnenten hatte, hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich mich einmal mitten in einem dermaßen verrückten Wirtschaftskrimi wiederfinden würde. Mit direktem Kontakt zu Thomas Jackermeier und Einblick in die skurrilen Vorgänge innerhalb dieser Firma. Dann noch der Kontakt zu vielen anderen Content-Kreatoren, wie zum Beispiel Pixel Connect und Deezy, die über deutlich mehr Erfahrung und Reichweite verfügen als ich. Und das Wichtigste bei der ganzen Geschichte und das, was mich immer wieder angetrieben hat, mich hinzusetzen, stundenlang das Internet nach Informationen zu durchsuchen, ist einfach der Paycheck am Ende des Monats gewesen. Was? Wow! Um die Bilanzen der Endor AG zu lesen. Das war ein Witz, muss man ja gleich sagen. Nicht, dass das wieder missverstanden wird. Ironie, Sarkasmus, haha. Und Skripte zu schreiben. Na, das wart ihr natürlich. Und damit meine ich nicht die mittlerweile gut über 2000 Abonnenten dieses Kanals in ihrer Gesamtheit, sondern jeden einzelnen von euch. Mich hätten auch die circa 20 Abonnenten dazu motiviert, die ich noch Anfang 2023 hatte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Der Austausch mit euch hat mir jedenfalls unfassbar viel Spaß gemacht und danke, dass ihr die Kommentare unter meinen Videos mit Leben gefüllt habt. Das war alles sehr lesenswert, stets mit äußerster Eloquenz formuliert und oft auch sehr lehrreich. Das klingt ja jetzt schon fast wie eine Abschiedsrede, soll's aber natürlich gar nicht sein. Ich werde Fanatec auch in Zukunft im Blick behalten. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft auch deutlich mehr Zeit haben, noch anderen Content neben meinen wöchentlichen Rennvideos rauszubringen. Ich habe noch diverse Lenkräder in meinem Race Room liegen, für die ich auch schon längst Fahrtests machen wollte. Und wo ich Race Room sage, als nächstes werde ich den euch mal vorstellen, auch wenn das jetzt nichts sonderlich Beeindruckendes ist. Aber dann lernt ihr zumindest mal meine Rennumgebung kennen. Und im Oktober kommt die ADAC Sim Racing Expo. Ich werde gleich am Freitag da sein, vielleicht sieht man sich ja. Oh, ob das so eine gute Idee ist, Lacktausch? Eieieiei. Mit Kapuze fahren? Maga, wer weiß, oh. Maga. Könnte aber schwierig werden, ihr kennt ja mein Gesicht nicht. Also, ja, mal sehen, vielleicht überlege ich mir da noch was. Und ob ihr mich dann in der Nähe des Standes von Fanatec findet? Na, das wahrscheinlich eher nicht.
Also, bleibt sauber, bis bald und tschüss. Haben wir uns jetzt ein Jahr lang Lacktauschvideos angeguckt, ne? Ich kann das wirklich immer nur wiederholen. Dankeschön, dass du dich hingesetzt hast und dir das reingezogen hast. Das aufgearbeitet hast und man sich das ansehen konnte. Auch wenn es da draußen den einen oder anderen gibt und du weißt, wir zwei beide wissen, was gemeint ist. Da gibt es ja so ein, zwei, die das nicht so wertschätzen. Ich habe das wirklich sehr, sehr wertgeschätzt. Nicht für mich, für Klicks oder für Kommentare, sondern einfach nur, dass jemand da war, der das aufbereitet hat und du mich ja im Endeffekt darum gebeten hast, ob ich mir das quasi ansehen kann zum Verbreiten. Also ich freue mich sehr für dich und ich hoffe, dass du den Anschluss findest, weil nach solchen Themen muss man erstmal riesige, wie soll ich sagen, Fußstapfen füllen. Viel Erfolg dir weiterhin. Ich meine, wir bleiben sowieso im Austausch, bin ich ziemlich sicher. Danke für die Videos. Mal gucken, was demnächst passiert. Ich meine, du hast schon mal gesagt, es kommen jetzt erstmal keine Videos mehr zu dem Thema, aber ne, wir wissen alle, wie das ist. Das geht rucki-wazucki und dann auf einmal zang-da-rang geht das nächste Fass auf.